wie war du ja, liebe Freunde? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich lasse meine Zügel jetzt nicht los. Wir haben vielleicht gerade schon einmal bzw. zweimal steigend aus der Bewegung irgendwelche Faxen gemacht. Aber ja gut, wir starten jetzt erstmal ganz entspannt. Heute wollen wir ein bisschen Dressurtraining machen. Wir haben schon warm gemacht. Sieht man aber im Unterkiefer, der ist nämlich schon kalt geworden. Und ja, los geht's. Wenn du magst. Und erhänge mich. Hast du es auf Video? Hast du drauf gehalten? Weiß ich nicht. Ich glaube, es läuft nicht. Das wäre traurig. So, mal kurz die Eindrücke schildern. Was ist gerade passiert? Ich hang ein bisschen schief. Und dann hat er gebockt. Und dann hatte ich gedacht, oh geil, wenn du den Hals jetzt behältst und er nicht den Kopf runter nimmt, hast du gute Chancen. Ja. Ich frage mal pro forma, ist alles in Ordnung? Ja. Warte ganz kurz, bleib mal langsam so stehen, wir gucken mal uns den Schaden. Oh, ich habe extra noch gesagt. Dreh dich doch jetzt nicht mit. Ich ziehe heute keine Reitsachen an. Wir gucken uns jetzt das Schadensbild an. Hör mal auf zu bellen hier, du. Du. Mir ist gerne laut. Wir schauen uns jetzt mal kurz das Schadensbild an. Dreck, 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 Sand, 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 Sand. Auf dem Deckel ist auch Sand. Jo. Jo. Aber ich bin ja nett, ne? Ich mach meinem Pferd den Sand vom Gebiss mal eben ab. Mach mal. Herr Schluh, na? Wie hat sich's angefühlt? Ein bisschen hart auf dem Boden. Aber du hast jetzt selber gemerkt, wie der Boden ist. Ist also nicht gefroren. Ja, ja. Ich hab noch vorhin gedacht, oh, heute bist du aber nicht. Der Boden ist mir ein bisschen hart. Aber gut. Lange nicht mehr geflogen, wurde mal wieder Zeit, ne? Jenny, was ist denn eigentlich mit deinem Auge passiert? Ich habe mit meinem Hund gespielt. Aha. Ich habe eine Kopfnuss gekriegt mit offenem Mund. Konnte sie nichts für, war doch gelaufen. Können wir kurz für ein Thumbnail posieren? Warte kurz. Nee, so dass man den Dreck an der Jacke sieht. Nee, an der Jacke. Jetzt ich weiß doch gar nicht, wo mein Dreck ist. Ja, wo bist du denn gelandet, du Vogel? Auf meinem Hintern. So, jetzt mach mal das erschrockene Gesicht. Ah, wunderbar. So, aber ich würde gerne wieder drauf. Runde 2 oder was? Ja, und alle machen jetzt einfach Pause wegen mir hier. Ja, weil die Sattel da vorne noch gemacht. Sattel ist nach hinten gerutscht. Ah. Der Jack sich auch dachte. So. Jack sagt, lass dich verabschieden. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass du runterfällst. Also so richtig fällst. Ja, okay. Ja, das war so ein Runterrutschen. Ja, gut, das zählt wirklich eigentlich nicht. Ja, vor allen Dingen so ärgerlich, hätte ich gerade gesessen, alles gut gewesen. Aber indem er wegsprang, hang ich so ein bisschen an der Seite, dachte ich schon so, oh Scheiße. Und indem ich den Hals gegriffen habe, dachte ich auch schon so, oh Scheiße, ist eine dumme Idee, weil wenn der Kopf runtergeht. Oh, ich hab den eingebaut, ne? Jenny, bleib mal ruhig. Ja, ich muss den Zügel abbauen. Den Helm müssen wir mal, da musst du gleich mal gucken. Wieso? Da ist Kratzer drauf oben. Ach so, ja. Wahrscheinlich auch schon. Zürele.
Ja, denn? So. Nochmal oder was? Na klar. Hä? Guck mal da oben. Ach, der ist schon immer. Oder auch, dass das Ding so verdreht ist. So. Passt. Ja, wo ich auch wieder drauf? Habe ich meine Hose eigentlich zugemacht oder ist sie aufgegangen? Die ist wahrscheinlich aufgegangen. Aber es ist so witzig, ne? Ich habe das so oft, dass ich meine Taschen vorstürzen immer leer räume. Oder wie das mit dem Schal, den habe ich gerade ein paar Runden vorher echt reingesteckt, weil ich dachte, ey, wenn ich jetzt hängen bleibe, wenn ich fliegen sollte, ich hänge mich auf. Ja. Guckt sie euch an. Ich würde gerne wieder reißen. Marsch. Gruß an der Stelle an unseren Star-Kommentator Heinz Stoffregen. Diesmal wirklich. Hier ist er. Aber Jenny, ich dachte eben schon so, als du sagtest, das wird ein Musikvideo, dachte ich mir so, oh nee, das ist doch voll langweilig. Da wird kein Musikvideo draus, denke ich. Ja, das könnte passieren. Ja, sehr gut. Oh, ich reite gerade auch wieder völlig über Tempo. Dann mach doch mal langsam, Mensch. Ja, das ist so ein dummes Ding, wenn Jenny, der Adrenalin spiegelt. Man soll nie schneller reiten, als sein Pferd laufen kann. Das habe ich wie hieß die Serie? Boston Legal gelernt, genau. Okay, ja gut. Ja, wenn der Adrenalinspiegel dann einmal oben ist, dann neige ich halt dazu, zu schnell sein zu wollen. Ich reite mal eben auch direkt nochmal daher. Okay, dann sagst du mal, wohin revidiere ich? Das war der letzte Buckler, genau. Nix da. Weiter geht's. Das ist das mit der Kategorie Stunts in professioneller Umgebung, in der niemand verletzt wurde. Alles klar. Bitte nicht nach dem Buckeln, ja? Danke. Oh, jetzt hören wir doch mal auf. Es wird vor allen Dingen auch kein Dressurtraining, es wird einfach wieder Chaos-Training. Das ist eigentlich egal. Jenny. Losgelassenheit am Arsch. Das können wir so nennen. Oh, reite jetzt nicht allen anderen Reitern in den Weg. Nicht? Nee, heute mal nicht. Heute mal nicht. Weil ich würde halt gerne die Zügel mehr nachgeben, weißt du, dass der mal runterkommt. Ja. Aber er nutzt es halt, ne? Es macht keinen Sinn, die nachzugeben. Bist du schon mal zweimal während derselben Reiteinheit runtergefallen? Moin! Alle noch drauf? 6 Mal in einer Viertelstunde wäre mein Rekord. Also, ja. Ist entspannt heute? Sehr entspannt. Gut. Ruhige Einheit heute. Ganz ruhige Einheit. Heute mal auf ganz locker. Auf entspannt heute. Ja, auf entspannt angelehnt. Hör auf! Jetzt hat er auch noch was im Ohr. Wie du? Nee. Ja, halt doch an. Wahrscheinlich Sand von dir. Der fällt nämlich von dir. Fällt er nämlich ab. Ja, Bah, hui. Alles voll Sand. Vor allem, als ob er nicht bewegt worden wäre, ne? Dieses Mal hat er eigentlich gar keine Ausrede. Die braucht er eh nicht. Ja, das ist korrekt.
Du bist der schwächere Part, Jenny. Ja, scheiße, jetzt sind da noch zwei Pferde, die gleich losbacken. Im Roundtrip nebenan. Ich mach mal so einen Meter nach hinten, ne? Ja, halt mal ein bisschen Abstand. Ich weiß jetzt gerade nicht, was halt schlau ist, ne? Weil ich kann halt grad nicht hoch. Du, ich glaube, schlau wäre jetzt taktisch aufzuhören. Ich muss mich jetzt auch hier nicht umbringen. Oh. Nee, eben. So. Aber ich gehe noch ein paar Runden in die Halle. Ich gehe noch ein bisschen in die Halle, weil ich möchte ja mit ihm jetzt noch nicht aufhören. Das Training ist ja nicht vorbei. Ich möchte ihn ja jetzt auch reiten. Aber ich möchte gerade die Gegebenheiten so ändern, dass wir uns jetzt in Gefahr bringen, weil da hinten Pferde sind und jetzt direkt neben uns auf dem Platz halt Pferde im Roundpen ja. Rodeo machen. Ja, dann gehen wir jetzt noch ein paar Runden in die Halle, würde ich sagen. Wollen wir hier dann erstmal das Video stoppen? Nee. Wir müssen ja ein paar Szenen noch mit reinnehmen, sonst denken alle, ich erzähle Scheiß. Okay. Das war's mit dem heutigen Video. Joey war zwar in der Halle immer noch gut an, aber deutlich besser. Mir ging es jetzt halt auch vor allem nicht vorrangig nicht ums Buckeln, sondern dass er halt wirklich nochmal irgendwie annähernd loslässt. Weil wenn er nur so rumläuft, da habe ich ja nichts durchgewonnen. Da hatte ich ja komplett ineffektives Training. Und so waren es jetzt wenigstens nochmal ein paar gute Runden. Und dann mich... Warte, gib's zu. Du wolltest einfach nur durchs Reiten den Sand abschütteln. Nee, ich wollte eigentlich nur dreckig werden, damit ich jetzt gleich Bay doch nicht mit Fellsattel reiten muss, sondern mit meiner guten Hose einfach trotzdem aufs dreckige Pony kann. Alles klar. Ja, damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Jeder Tag, an dem ihr vom Pferd fliegt, ist auch ein guter Tag, außer du brichst dir was, dann nicht. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.